Klösterle Marlberg. Hier bin ich aufgewachsen. Hier habe ich meine Liebe zum Schnee gefunden. Der Winter war alles für mich. Nichts war wichtiger. Fräulein Weiner, sind Sie auch wieder einmal da? Wo waren wir denn? Wie war die letzten drei Tage krank? Was haben wir Schwindler? Bist du Skifahren gewesen, ha? Nein. Was nein? Ich war krank. Kurz Farbe ausgelegt. Ja, komm, Nadine, setz dich bitte auf deinen Platz. Also, die Valunga befindet sich auf einer Höhe von 2809 Meter. Weiß wer von euch, wie hoch der Flexenpass ist? 108. Wie viel Meter? 2200 Meter. Wenn frischer Schnee fällt, darf ich wieder Kind sein. Alles ist plötzlich wieder sorglos, leicht und unbeschwert. Nadine, bist du schon wieder mit den Skischuhen Auto gefahren? Ja. Du weißt, wie gefährlich das ist. Ja. Und bring mir bitte das Glas wieder zurück. Aber noch am Skifahren, gell? Jetzt muss ich auch. Ciao. Ciao. Für dich.
sehen wir uns drüben. Für mich ist es ein grosses Geschenk, dass ich hier aufwachsen habe dürfen. Arlberg ist der schönste Spielplatz der Welt für mich. Die Berge dort sind für mich Herausforderung und Ruhepol. Ich darf wild sein und verrückt sein. Ich kann dort an diesem Platz alles geben. Zugleich danke ich aber auch Energie und finde Ideen für Projekte. Wenn ich zurückblicke, bin ich schon sau viel Ski gefahren. Hab viele Orte und Berge sehen dürfen, viele Bekanntschaften und Freundschaften geknüpft. Hab aber immer versucht, mich und mein Leben nicht so ernst zu nehmen. Man versucht immer neue Linien zu fahren, sucht immer neue Herausforderungen. Ich war ehrgeizig, zielstrebig und Vollgas motiviert. Plötzlich ist alles schnell gegangen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich bin Freeride-Contests mitgefahren, habe bei Fotoshootings mitgemacht und Filmprojekte realisiert. Es hat viel Trubel um meine Person gegeben. Währenddessen habe ich versucht, mein Gleichgewicht zu finden in dieser schnellen, verrückten Welt. Aber ich komme immer wieder zurück an diesen Platz, der mich in allen Höhen und Tiefen begleitet und geprägt hat. Die linke Seite ist mega, rechts ist Boni. Da wo es Neues ist, oder? Das, ja. Wo am meisten Fels ist, da drüber das so. Ja genau, da das ist meine. Schwierige Projekte und Linien zu befahren, hat für mich einen ganz speziellen Reiz. Ich kann austesten und ausloten, was möglich ist, aber auch was nicht möglich ist, wo die Grenzen liegen. Ich kann als Mensch und Sportler wachsen und in den Bergen sicherer unterwegs sein.
Hammer, ha? Ja, besser wird's nicht. Ein ganz spezieller Berg hat die letzten 2 Jahre meine Aufmerksamkeit eingenommen. Der Albona-Kopf hat eine ganz besondere Form. Er erinnert ein bisschen an die Spines in Alaska und ist ziemlich einzigartig. Die technische Schwierigkeit von der Abfahrt ist für mich eine große Herausforderung. Der Berg an sich ein ganz persönliches Anliegen. Das Skifahren weckt in mir eine kindliche Motivation und es gibt mir das Gefühl, frei sein zu können. Ohne große Gedanken den Tag verbringen und einfach zu tun, was man tut. Also, sau ist die Scheibe. Diese kindliche Begeisterung finde ich heute wie damals in den Bergen, in der Natur, beim Skifahren. Und wenn ich an meine erste steile Abfahrt zurückdenke als Kind, muss ich an das spezielle Gefühl denken, der Begeisterung. Ich war nervös, aber voller Eifer und Tatendrang. Schön langsam, Nadine. Schritt für Schritt, gell? Schau, neben dir der Ski. Ski legen wir da auch am Boden. Ja, genau. Boah, ist das steil. Das ist die Beluga West. Und da fahren wir jetzt ein. Das packst du schon. Auch heute suche ich immer noch nach diesem Gefühl. Die Mischung aus Nervosität, aber trotzdem voll motiviert sein. Schönen Tag. Es ist zart. Es ist die Einfahrt dort. Ja, die Einfahrt ist zart. Das Albonas-Café ist technisch schwierig, extrem steil. Die Linien sind sehr exponiert und sehr gefährlich. Ich hätte gerne was fragen, weil von da sieht man mit 2 Sachen. Nein. Hast du da rechts gleich um mich? Ja, gleich rechts. Es ist auch sehr schwierig, die perfekten Verhältnisse abzuwarten. Nur alle paar Jahre erlauben die Bedingungen eine Befahrung. Der Albona-Kopf hat mir einiges an Geduld abverlangt. Und dann war der Zeitpunkt da und es hieß jetzt oder nie.
Die Befahrung hat mir extrem viel bedeutet. Es war nicht nur voll emotional, sondern ich habe noch wieder was gelernt von meinem Berg, wie ich ihn nenne. Alles hat seine Zeit, aber alles braucht auch seine Zeit. Ja, passt. Klappe. Klappe. Ja, hast aber ein gutes Fahrball gekriegt dafür. Du hast sicher Skifahren, hä? Nein. Wer von euch kann mir jetzt sagen, wie hoch der Flexenpass ist? Nadine, du vielleicht, da bist du sicher schon mal runtergefahren. Wo tun wir das Zelt hin? Wo schlafen wir? Was ist das Zelt? Du hast mich. Ich kann es mit. Da drüben. Aber nach dem Skifahren, jetzt muss ich auch. Ciao. Fertig. Und das Heck bricht ein bisschen aus und der Bike schenkt mich genauso ein wie der Reise, wie nur es passt. Mal schauen wir mal, ob wir quer über die Dorfstraßen kommen, ob wir das hinkriegen. Super schön, gehen wir zusammen.